Das Soundsystem wurde aktiviert. Den Batterieschalter bitte im hinteren und vorderen Führerstand einschalten. Bevor Sie die Türen öffnen, führen Sie bitte eine Bremsprobe durch. Please turn on the battery switch in the rear infant cab. Before opening the doors, please perform a brake test. So, das mit dem Bremstest lassen wir mal und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das mit einem Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design. Dann wollen wir mal aufrüsten. Und ich bin hier gerade dabei, das Fahrzeug aufzurüsten. So. Gleis 21, Einfahrt RB 51 von Wächtersbach. Ankunft 19.17 Uhr. Dieser Zug endet so. Hier. Ach, wir müssen die Bremse noch lösen. So, das haben wir. Dann den Fahrtrichtungsfelder noch nach vorne verlegen. Dann haben wir auch die Zugsicherungssysteme einschalten. Bis auf Weiteres eingestellt. Alle ankommende Flüge werden auf folgende so. Flughäfen. Das hätten wir soweit. Dann wären wir eigentlich abfahrbereit. Stuttgart, Hahn und Dortmund. Ich wiederhole. Am Frankfurter Flughafen wurden alle Starts und Landungen von Aktivitäten wegfahren. Alle ankommenden Flüge werden auf neue Flughäfen umgeleitet. Köln, Bonn, Stuttgart, Hahn und Dortmund. Tip-off Announcement. All departures and arrivals at Frankfurt Airport have been sent onto future notice due to activity by travel agents. All ja, und damit nochmal ein allerherzliches Willkommen zu einer neuen Folge von TSC. Der Danny spielt das mit einem Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design, was sich dann nennt S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Und ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, wie aktuell dieses Szenario ist. Ich sag nur Stichwort Klimakleber. Oder Klimaaktivisten. Dieses Szenario gibt es in zwei Ausführungen. Einmal die mit der Baureihe 430 und der Baureihe 423. Und dieser Zug ist auf dem Weg nach Wiesbaden. Wir fahren aber über Frankfurt-Niederrad, Frankfurt am Main-Stadion, Frankfurt-Gateway Gardens, Frankfurt-Main-Flughafen, Kelsterbach, Raunheim, Rüsselsheim, Opelwerk, Mainz-Bischofsheim, Mainz-Gustavsburg, Mainz-Römisches Theater und schließlich Mainz-Hauptbahnhof. Und da findet dann der Personalwechsel statt, bevor sich dieser Zug dann weiter auf den Weg nach Wiesbaden macht. Und wir haben jetzt gleich Ausfahrt, 19.17 Uhr um genau zu sein. Sollen 19.21 in Frankfurt-Niederrad sein und ich hoffe, das klappt soweit alles. Und ja, können Sie hier noch so ein klein wenig umschauen, was da hinten noch so rumsteht. Denn da hinten stehen auf jeden Fall noch, wie ich sehe, 218. Ja, da auf jeden Fall. Und ja. Gleis 12 steht zur Abfahrt bereit, ICE 274 nach Berlin-Ostbahnhof. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. On Platform 12, ICV 274, to Berlin Ostbahnhof is ready for departure. Please board the train. Keep clear of the doors and take care when the train. So, das ist heute unser Zug fährt. BR 430 152, mit dem wir uns gleich auf den Weg machen werden. So, wir werden jetzt hier gleich die Türen schließen. Nämlich genau jetzt.
Und dann werden wir langsam aufschalten. Dürfen nur auf keinen Fall zu schnell werden. So, da auf jeden Fall quittieren. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Niederrad. So, ihr habt's gehört. S8 nach Wiesbaden. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, hoffen wir, dass wir eine angenehme Fahrt haben, ohne Zwischenfälle. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Befreien können wir uns immer noch nicht. Das wird erst da vorne an dem Signal stattfinden. Wir sind auf jeden Fall pünktlich losgefahren, das ist schon mal sehr viel wert. Da kommen wir hoffentlich auch pünktlich überall an. Das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig. Himmelswillen, da habe ich mich jetzt erschrocken. Sifa. So, und fährt ein IC1 auf der Brücke, seht ihr es? Wunderschön. So, wir dürfen gleich 60, aber gleich erst, wenn wir es befreit haben. Noch ist es aber nicht so weit. Er ist auf der Hauptstrecke. Jetzt. Die fahren natürlich. Da können wir schon mal ein bisschen weiter aufbeschleunigen hier. Nicht zu viel. Aber auf gar keinen Fall zu wenig. Und die Zeit ist hier schon sehr eng bemessen, wie ihr seht. Dürfen 100. Die verdrücken. Die CE fährt oben auch noch lang. Wunderschön. Wunderschön. So, noch liegen wir gut in der Zeit. 10 Sekunden drüber, aber das kann man verkraften. Also ordentlich KI-Verkehr, wie es bei Festsystem Sounddesign natürlich immer der Fall ist. Das ist man auf jeden Fall gewohnt, das ist auch standardmäßig. Dass da immer ordentlich KI-Verkehr dabei ist. So, noch sind wir pünktlich. Nächster Halt, Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auch die Ansagen sind sehr laut und sehr deutlich. Also muss man wirklich sagen, wer das nicht versteht, der hat ein generelles Problem mit seinen Ohren, würde ich jetzt sagen. So, da wären wir schon. In Niederrad. Pünktlich. Sehr schön. Zwar den ganzen Bahnsteig, aber Zeit. So. Das hätten wir soweit.
Nächste Station auf jeden Fall Frankfurt am Main-Stadion. Abfahrt 19:23. So, wir... Ach, was ist denn jetzt, Leute? Das war keine Absicht. Ja, speichern wir mal. Wir schließen die Türen. Und schalten langsam auf. So, da haben wir auch einen Haken. Nächste Station, wie gesagt, Frankfurt am Main-Stadion. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Kommt das schon? Nächster Halt, entgegen? Stadion. Next Stop, Frankfurt Stadium. Zugüberholung, sehr, sehr nice. Können wir leider nicht mithalten. Oh, es wird zu schnell. Schnell. Aber wir geben uns nicht geschlagen gegen den IC1. Noch halten wir mit. Nächster Halt. Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Frankfurt Stadium. Naja, der wird uns gleich überholen, weil er ja natürlich nicht hält am Stadion, ist ja klar. Also der IC1. Aber wir müssen hier halten. Und die Siefer drücken, weil sonst halten wir noch schneller. So, ich befürchte, das haben wir nicht pünktlich geschafft. Alte Genauigkeit sage ich jetzt mal nichts zu. Die Zeit ist auch verdammt knapp bemessen. Muss ich echt sagen, also. Das ist eine sehr knapp bemessene Zeit. Wir haben doch einen Haken. Ja, mega. Trotzdem Haken. Vielleicht, weil wir doch nicht so weit drüber waren. Na egal, Hauptsache wir haben Haken. Weiter geht's. Nächste Station, Frankfurt Gateway Gardens 1. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Gateway Gardens. Next Stop. Gateway Gardens. So, 120. War auf jeden Fall gerade noch. Was ist denn jetzt los? Ah. Scheiße. Sorry, Leute. Das war jetzt mein Fehler. Da macht man einmal Außenaufnahmen. Dann direkt sie verzwangsbremsen. Ja, richtig geil, ey. Scheiße. Der Stop ist versaut.
Nächster Halt, Gateway Gardens. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Gateway Gardens. Exit to the left in the direction of travel. Der Stop ist total versaut. Aber naja, es geht ja erstmal darum, um euch das Szenario zu zeigen und nicht jetzt darum, das unbedingt zu schaffen. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Ich muss auch ehrlich sagen, im TSB gefällt mir das besser mit den Zeiten und so. Das ist hier alles irgendwie so knapp bemessen und weiß ich nicht. Das ist wirklich. Da gefällt mir der TSW einfach besser. Aber das ist wirklich nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber im TSC auch mit dem PCB und SIFA und all das. Weiß ich nicht. Ob das alles so hundertprozentig ist. Da ist mir der TSW lieber. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt. Frankfurt Main Flughafen Regionalbahnhof. Next stop, Frankfurt Airport. So, 85 km/h dürfen wir nicht überschreiten. Die SIFA nicht vergessen zu drücken. Ach, da war fettes X, das war klar. Aber das ist mir jetzt eigentlich relativ. Nächster Halt. Frankfurt Main Flughafen Regionalbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop. Frankfurt Airport. Exit to the left in the direction of travel. Naja, wir werden jetzt alle Bahnhöfe wahrscheinlich, also die nächste Station zu spät anfahren. Um 2 Minuten circa. Aber dem ist dann halt so. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich kann jetzt auch nicht ständig das Szenario von vorne anfangen und dann kommt wegen irgendwas wieder eine Verspätung auf. Also. Ich finde es ziemlich knapp bemessen von den Zeiten her. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Macht euch ein eigenes Bild davon. Weiß ich nicht. Da gefällt mir der TSW einfach besser. Aber wahrscheinlich habe ich den TSW auch einfach zu oft gespielt. Ich weiß es nicht. Aber hier im TSC ist einfach. Gefällt mir von der Performance einfach nicht. Klar gibt es hier mehr Möglichkeiten, mehr Fahrzeuge, mehr Strecken. Klar, alles gut, alles schön und gut. Aber so von den Zeiten her ist mir das einfach viel, viel zu eng. Und auch die PZB, die macht einfach gerne mal, was sie will. Und deswegen, das ist beim TSW einfach besser. Ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz fahren wir das Szenario schön zu Ende. Wir sind jetzt hier am Frankfurter Flughafen. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Und vielleicht. Eine wichtige Durchsage. Am Frankfurter Flughafen wurden alle Starts und Landungen wegen Aktivitäten der Klimaaktivisten auf unbestimmte Zeit eingestellt. Alle ankommenden Flüge werden auf andere Flughäfen umgeleitet.
Important announcement. All departures and arrivals at Frankfurt Airport have been suspended indefinitely due to the activities of climate activists. All incoming flights have been redirected to other airports. So. Vielleicht werde ich das Szenario dann nochmal mit der BR-423 fahren. Vielleicht komme ich damit besser klar. Auf jeden Fall jetzt werde ich es erstmal zu S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Kelsterbach. Auf jeden Fall für Promezwecken auf jeden Fall, um euch einfach das Szenario zu zeigen von Festsystem Sound Design. Auch wenn es jetzt nicht schaffen sollte, das ist erstmal da, erstmal zweitrangig, ist jedenfalls meine Meinung. Und ihr seht, man darf sich einfach gar nichts leisten. Nichts. Weil sonst ist man sofort in Verspätungsfenster und kommt da auch nicht mehr raus. Sie kann man sich nicht mehr rausfahren. Man ist, ihr seht es ja selber, ich bin schon wieder 2 Minuten drüber, 2,5 Minuten. Ja, 2 Minuten. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Dass man nicht mal mehr die Chance hat, sich da rauszufahren. Wobei, wenn es einmal verbockt ist, ist es verbockt. Ein X in das Szenario ist gelaufen. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Man sollte wenigstens auch die Chance haben, sich da irgendwie rauszufahren. Aber ja. Bringt nichts darüber, jetzt sich aufzuregen. Kann man sowieso nicht mehr ändern. Kann man sich nur noch wundern. So, nächste Station Kelsterbach. Nächster Halt Kelsterbach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Gehen wir mal runter auf 80. Meine hätte ich eine 8 gelesen auf dem Signal. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zu spät kommen wir sowieso. Von daher. Punkt, Punkt, Punkt. Der Hund drauf. Ihr wisst Bescheid. Aber sowas nimmt einem dann einfach den Spielspaß, finde ich auch. Ja, wenn man irgendwie durch ein. Weiß ich nicht. Durch einen dummen Fehler einfach. Eine Zwangse kassiert und dann, das war eine Sieferzwangse, die hätte ich ja sofort beenden können. Nur ich wusste im Moment, ersten Moment gar nicht, was los war. Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen. Und dass man da keine Chance mehr hat, sich irgendwie die Verspätung einigermaßen rauszufahren. Naja. Es ist, wie es ist und man kann es nicht ändern. Dass man dann mal auf den Knopf drücken muss, finde ich ein bisschen. Pff, weiß ich nicht. Man kann ja auch keinen Zugzielanzeige anstellen, man kann nicht in die Fahrgastansicht schalten. Finde ich persönlich doof. Aber ja, es ist. So, nächste Station: Raunheim. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt Raunheim. So 160, die werden wir mit Sicherheit nicht fahren können, oder? Ich weiß nicht, ob dieser Zug das schafft. Werden wir gleich mal austesten.
Nee, noch dürfen wir keine 160. Das war mir klar. Doch jetzt? Dann schauen wir mal, was geht. Holen wir mal alles aus der Kiste raus. Das mache ich ja am liebsten. Also hier ist ja 160, 180 sogar aufgeführt. Von daher schauen wir mal, ob der das wirklich schon packt. Ja, 140 haben wir gleich. Aber ich glaube, dann ist auch Ende der Fahnenstange. Ja, 160 schafft er nicht, glaube ich nicht. Nee, 140. Ein bisschen Backup, vielleicht 145, aber dann ist auch Schluss. Ich würde sagen, das ist eine Regionalbahn. B430, die schafft keine 160 km/h. Das ist kein Regionalexpress. Das war mir schon klar. So, eine etwas längere Durchstrecke jetzt. Bis Raunheim sind es schon 8 Kilometer. Auch da können wir keine Zeit rausholen. Wir bleiben, die 2 Minuten bleiben drin. Wenn man einmal diese 2 Minuten Verspätung drin hat, wird man die nicht mehr los. Egal, was man tut. Ich meine, Fair Systems Sounddesign macht wunderschöne Szenarien. Da gibt es nichts zu sagen. Wirklich eine richtig tolle Firma, muss ich wirklich sagen. Also, da gibt es nichts. Aber hier sind die Zeiten etwas knapp bemessen. Das ist meine Meinung. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und ja. Jetzt haben wir eine Minute rausgeholt. Aber das ist leider immer noch viel, viel, viel zu wenig. Und das können wir gleich schon mal hier zum Bremsen ansetzen. Sonst geht es gleich in die Box. Nächster Halt, Raunheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Aber ganz wichtig zu wissen, in welche Fahrtrichtung die Türen aufgehen oder der Ausstieg ist, damit ich weiß, welche Türseite ich anwählen muss. Boah, ich hab Halskratzen. Alter Schwede. So, wollen wir mal sehen, dass wir hier einigermaßen ordentlich zum Stehen kommen. So, sieht doch gut aus. Genau, die ist es. Leider 2 Minuten in Verspätung. Aber dem ist dann halt so. So, und auf geht's. Nächste Station, Rüsselsheim. S8 nach Wiesbaden, Hauptbahnhof. Nächster Halt,
Rüsselsheim. Next stop, Rüsselsheim. So, der ist wieder etwas näher. Dann kommt schon Rüsselsheim Opelwerk. Und dann sind wir schon in Mainz. Also wir nähern uns dem Ende. So, und gleich 130, da brauchen wir gar nicht weiter aufschalten. Energieverschwendung. So, gleich nebendran kommt dann schon das Opelwerk. Vielleicht kennt sich ja der ein oder andere da aus. Er arbeitet da vielleicht sogar, wer weiß. Nächster Halt, Rüsselsheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop, Rüsselsheim. Exit to the right in the direction of travel. Aber das spiegelt sich auch so ein bisschen das echte Leben wieder, ne? Es gibt halt Begebenheiten, die einen Zug sich verspäten lassen. Das ist halt leider so und ja. Da kann man nun mal leider nichts dran machen. Höhere Gewalt, sagt man dazu. Öfters ist menschliches Versagen schuld, oft ist die Technik schuld. Und noch viel seltener ist aber auch leider irgendwelche anderen Dinge daran schuld. Zum Beispiel Personen im Gleis, Klimaaktivisten und. Es gibt da so viele Möglichkeiten, die für einen Zug verspäten lassen. Und ich finde, das spiegelt mir doch hier die ganz klar das wahre Leben wieder. Dass das wieder einfach zu spät sind jetzt. Aber hier haben wir noch ein schönes Formsignal. Das finde ich doch mal sehr, sehr nice. Ein schönes, altes, dreckiges Formsignal. Mega nice. So. Entschuldigung, Leute. Ich habe ganz schlimm Halskratzen anscheinend. Es ist wirklich übel. So. Dann werden wir jetzt mal die Bremse lösen. Lösen und nicht anziehen. So. Und auf geht's. Dann werden wir mal wieder ein bisschen die Sicht verdrücken, damit die nicht gleich wieder verrückt spielt. So. Dann schauen wir uns das hier mal an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Opelwerk. Das Opelwerk in Rüsselsheim. Wo wir jetzt gar nicht... Da können wir eigentlich schön in die Bremse gehen. Wird gleich sofort da. Nächster Halt, Opelwerk. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir verixen uns hier. Wir verixen uns. So, herzlich willkommen am Opelwerk. Ich würde sagen, die Spätschicht trifft ein. Oder die Nachtschicht, was sagt ihr? Nachtschicht, ne? So spät? 7:30, ja, würde ich doch eher sagen Nachtschicht. Wobei, das ist auch schon wieder sehr früh, ne? Ich fange dann meistens erst 10 an, 10, 11 Uhr, oder? Wann fängt die Nachtschicht an? Sagt's mir. Die fängt doch meistens erst 10 Uhr, 11 Uhr so an, die Nachtschicht, oder? So kenne ich das zumindest. Na, ihr könnt mich gerne verbessern. Aber 7:30 ist doch, glaube ich, ein bisschen früh.
So, dann schließen wir die Türen. Na. Naja, sind wohl geschlossen. Auf geht's. Nächste Station, Mainz-Bischofsheim. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Bischofsheim. Ja, Mainz wäre vielleicht noch schön gewesen, weil wir verlassen jetzt Rüsselsheim. Sorry Leute, ich hoffe, ihr stört euch da nicht allzu sehr dran, aber ich kann es nicht ändern. Boah. So, Bahnsteig 4 werden wir anhalten. In Mainz-Bischofsheim. Danach kommt noch Gustavsburg und Römisches Theater, bevor wir dann in Mainzer Hauptbahnhof einfahren. Mittlerweile sind wir schon bei 3 Minuten Verspätung. Ich pack's nicht. Nächster Halt, Bischofsheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na, schaut euch das mal an. Ist das nur 112 am Güterzug? Oh, nicht schlecht, ey. Die Bespannung habe ich auch noch nicht gesehen. Oder 143, was war das? Was sagt ihr? Ordentlich Güterverkehr hier im Bischofsheim. Ja, guck du ruhig auf deine Uhr, Kollege. Ich weiß, ich bin ein paar Minuten zu spät, aber das ist leider Bahnalltag. Wenn es dir nicht passt, fahr mit Auto. Aber mit E-Auto bitte. So, das hätten wir geschafft. So, und ich habe festgestellt, immer wenn ich auf diesen Tötknopf drücke, dann kommt die Durchsage S8 nach Wiesbaden. Finde ich ganz nice. Ja, die Sonne geht auch so langsam unter, glaube ich. Und ja, wir machen uns wieder auf den Weg, oder weiter auf den Weg nach Mainz. Gustavsburg, schließen die Türen, lösen die Bremsen und schalten auf, während hier ein ICE1 einfährt, oder durchfährt vielmehr. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Gustavsburg. Aber wohl. Wie gesagt, die Verspätungskette fing damit an, dass wir uns auf dem Weg von Frankfurt Hauptbahnhof nach Frankfurt-Niederrad habe ich es gewagt, mich aus dem in die Außenaufnahme zu begeben. Das war ein Fehler, denn der wurde direkt mit einer Siefer-Zwangsbremsung belegt, weil ich kurz nicht aufgepasst habe und ja. Seitdem hänge ich leider in der Verspätungsschleife drin, die mittlerweile mit 4 Minuten angegeben wird. Das ist ja der Wahnsinn. Daher, wenn man einmal da drin steckt, kommt man da nicht mehr raus. Das ist der absolute Wahnsinn.
Nächster Halt, Gustavsburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und das, liebe Freunde, nimmt einem so wirklich den Spielspaß, weil, weil man dann ja praktisch auf verlorenen Posten steht. Klar, man kann es von vorne beginnen, aber wie oft macht man das? Jetzt ganz ehrlich. Wie oft würdet ihr von vorne anfangen, wenn ihr durch irgendeinen Fehler, durch irgendeine Sache an einem Bahnhof zu spät ankommt und dadurch ein X habt und das Szenario nicht mehr erfolgreich beenden könnt? Wie oft würdet ihr von vorne anfangen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt. So, Mainz-Gustavsburg. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Auch so ein verlassener Bahnhof hier. Aber das scheint so eine Art Firma zu sein oder LKW-Parkplatz. Was sagt ihr? Naja. Wir fahren weiter nach Mainz Römisches Theater. Lösen die Bremsen. Schalten auf. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Römisches Theater. Genau. So, dann bleiben wir mal bei 80, weil da stand doch gerade 80. Zack, da sind die 80. Wusste ich doch. Nächster Halt, Römisches Theater. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der vorletzte Stopp für heute. Für dieses Szenario. Mann, wird Zeit, dass der Feierabend kommt. Aber echt du, da bin ich ganz deiner Meinung. Das sage ich mir auch jeden Wochentag. Die Zeit, dass der Feierabend kommt, da bin ich absolut deiner Meinung, Kollege. So, da wären wir. S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. So, wir sollten eigentlich um 56 schon in Mainz Hauptbahnhof sein. Hat nicht ganz hingehauen, würde ich sagen. Aber ja, scheiß der Hund drauf, ganz ehrlich.
So, nächste und letzte Station, Mainz Hauptbahnhof. Jedenfalls für dieses Personal. Der letzte Bahnhof ist ja, wie bekannt, es Wiesbaden. Nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Mainz Hauptbahnhof. Next stop, Mainz Main Station. So, gleich 40. Da sollten wir uns jetzt ganz schnell hinbewegen. Denn wir haben eine Überwachung von ja, zwar noch 85, aber bleiben wir schön bei 40. Nächster Halt, Mainz Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop, Mainz Main Station. Exit to the right in the direction of travel. So, da müssen wir nochmal quittieren. Jetzt haben wir nämlich eine Überwachung von 40. Ja, immer noch 85. Also tut mir leid, dass das Szenario leider nicht erfolgreich war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, einigermaßen. Ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Es ist ein neues Szenario von Fairsystem Sound Design. Nennt sich wie gesagt S8 nach Wiesbaden, kostet 19,95. Gibt es in zwei Versionen. Einmal mit der Baureihe 400. ...23 und wie gesagt der 430. Gibt es dann auch noch in der Plus-Version jeweils. Ja. Viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Wollen jetzt hier noch den ganzen Bahnsteig ausnutzen. Bevor wir über das rote Signal schießen. So, öffnen zum letzten Mal die Türen. Servus, hier kommt deine Ablöse. Hallo, grüß dich. Das freut mich aber. So, alle Fahrzeuge sind störungsfrei, kannst also ohne Einschränkung übernehmen. Alles klar, also dir noch eine schöne Pause. Danke, mach's gut. Tschüss. Ja, ihr seht's, schade, versuche es noch einmal. Ja, vielleicht irgendwann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Es ist ja erst Freitag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende noch. Einen schönen Freitagabend. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Bye, bye.